Herzlich willkommen zurück in Factorio, bei dem wir nach wie vor Stahlprobleme haben oder auch, wie wir hier im Logistiksystem sehen, Kupferprobleme. Die roten und auch die grünen Schaltkreise machen ebenso Probleme. Und deshalb laufe ich mal jetzt hier nach hinten, gehe doch mal zu unserer Produktion und ich sehe schon, die roten kommen zu spät, weil wir Probleme einfach nur mit den grünen haben. Und die grüne Produktion gibt Probleme, weil wir keine Kupferdrähte mehr haben. Und das wiederum liegt nicht an dieser Produktion. Ja, wobei hier... Ja, doch, hier fehlt ab und zu Kupfer. Also es liegt auf jeden Fall hauptsächlich an unserem riesen Kupferproblem. Wir sehen auch hier... Na, bleib mal stehen. Wir sehen auch hier... Ja, ab und zu kommen hier schon Kupferdrähte an. Also... So, das dicke Problem haben wir hier nicht. Aber dadurch, dass wir auch in unserer Logistik kaum grüne Schaltkreise kriegen. Ja, der greift auch ein paar ab hier für die Produktion hier drüben. Aber nur ab und an, weil Motoren haben wir genug. Ja, wir sehen eindeutig, an was es liegt hier. Die drei Fabriken hier greifen alles ab. Der Rest der Fabriken kriegt nichts. Die drei Fabriken kriegen das Ganze schon übers Logistiksystem. Aber hier ist immer genug Reserve. Also die drei Fabriken produzieren eigentlich dauerhaft. Und auch diese drei Fabriken hier hinten produzieren ab und zu. Und der Arm ist so eingestellt, dass er zack, ab und zu mal was durchlässt. Denn dieses Fließband hier geht ja direkt zu unserer Forschung, aber hier staut sich, deswegen habe ich da absolut keine Probleme. Da ist sogar hier... Ich sehe schon das Problem hier. Was ist denn hier los? Wir haben hier keinen... Alter, was ist denn hier kaputt? Oh, Akkumulatoren. Die sind fatzenleer. So langsam kommt Strom jetzt hier durch unsere Solarpanels. Okay, wir brauchen massenhaft Akkumulatoren. Hier ist gerade alles extrem langsam. Dann gehen wir doch gleich mal hoch. Wir haben noch hier... Oh. Ich übertreibe. Ich nehme alle mit. Ich nehme alle drei mit. So, Strom ist wieder da. Schön. Und mein Wecker im Handy geht jetzt an. Lass ich es klingeln? Nein, ich lasse es nicht klingeln. Ich mach kurz, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Sorry für den kleinen Schnitt, aber sonst würde der Wecker alle 5 Minuten klingeln, wenn ich den jetzt nicht manuell hier ausschalte. Scheiß Wecker. Habe ich echt vergessen, auszuschalten. So, bevor ich jetzt aber rüberlaufe, mal gucken, haben wir... Oh, wir werden angegriffen. Da hinten. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob wir eine gute Verteidigung haben. Da war ich schon ewig nicht mehr. Rennen wir kurz rüber. Das ist das Nest wahrscheinlich. Sollten wir vielleicht mal wieder eine kleine Offensive starten, um das Ganze hier besser zu schützen. So, das war hier bei der Forschung. Was haben wir hier? Wir haben hier ein paar Lasertürme. Wir können von Glück sagen, dass wir nicht ein bisschen früher angegriffen wurden, wegen dem Stromausfall. So, aber wir haben nach wie vor grüne Fläschchenprobleme. Weil wir hier keine Knickarme haben. Oh, weil der hier sich alles schnappt. Der schnappt sich alles und der packt alles in die Kiste, damit wir was in... Okay, und das geht wiederum hier rüber. Deswegen gibt es auch hier einen Produktionsmangel. Weil die produzieren eigentlich so schnell, wie es geht. Nee, produzieren sie absolut nicht. Wir müssen hier mal blaue Knickarme setzen. Haben wir welche dabei? Ich komme mit dem Inventar einfach nicht klar. Wir bauen einfach mal welche. Das ist... geht schneller. So. Und demnach brauchen wir aber auch hier im Ausgang. Schnellere. So. Jetzt geht das hier um einige schneller. Und der kommt schon gar nicht mehr hinterher. Ah doch, er kommt hinterher. Er ist einfach zu schnell. Alter, wie schafft er das? Der kommt... Gegen zwei dieser Arme kommt er an. Wenigstens kommt jetzt hier wieder was an.
da der hier nicht ganz so schnell ist, der hat auch eh hier ja genug drin, sag ich mal. So, jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir hier welche reinkriegen. Das Blöde ist, dass wir den hier bedienen für das Logistiknetz. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe mit diesen grünen und roten Leitungen habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Das Einzige, was wir jetzt hier hoffen können, ist, dadurch, dass die Produktion hier nicht ganz so schnell ist, sobald das Fließband hier voll ist, kann der hier nicht mehr scheffeln. Und dann geht es hier weiter. Denn wir haben hier absolut keinen Platz für eine weitere Montagemaschine. Da haben wir uns echt ein eigenes Ei quasi geschaufelt. Das war echt dumm. So. Das fängt aber langsam an, sich hier zu stapeln. Und ich denke, sobald sich das hier bis hier hochgestapelt hat, ja, im Untergrund hat es viel, viel Platz, wie wir sehen. Hier kommen... Jetzt stapelt sich das Ganze endlich. So. Ich möchte mir das hier noch in Ruhe angucken, bevor ich weitergehe. Bevor das hier doch keine Lösung war. So, gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Ja, jetzt gehen hier auch schon die Grünen aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt heftig. So, aber jetzt haben wir es. Jetzt kommen hier wenigstens die ersten rein. Die ersten werden jetzt schon wieder in die Produktion aufgenommen. Zack, hier auch. Sehr schön. Haben wir denn ein paar Knickarme gerade da im Inventar? 4 Stück, die haue ich auch mal hier rein, dass das hier schneller geht. So. Und jetzt kommen hier auch unsere ersten Fläschchen wieder raus. Das passt. Hier staut sich's, weil ich ja hier eh schon was rein habe, gerade eben. Das ist ein gutes Zeichen, wenn sich's hier auch staut. Ich denke, das Problem haben wir jetzt hier in den Griff bekommen. Wir müssen unbedingt jetzt... Ach, diese scheiß grünen Schaltkreise, ey. Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen einfach mehr. Deswegen aber, die Nacht bricht schon wieder an. Jetzt habe ich natürlich wieder zu viel gelabert. Die Nacht bricht an. Ja, es geht runter, die Akkumulatoren schalten ein. Wir werden jetzt in dieser Nacht nochmal Stromprobleme kriegen. Okay, davon können wir noch bauen welche. 7 haben wir noch im Inventar von den Umspannwerken. So, Kohle haben wir hier genug, falls wegen den Teilen hier. Dann laufe ich jetzt mal zu unserem Feld rüber. So, Öl kommt nach wie vor an. Der hier, Alter, du sollst doch gar nicht so viel mitnehmen. Welcher ist denn das? Für oben. Der hier ist nur für unten. Hey, die Schweine haben das wieder resettet. Ich habe hier alles konfiguriert. Und die Schweine haben das einfach wieder resettet. Ich glaube, durch den Patch ist das wieder komplett durcheinander gekommen. Ich habe ja, wie ihr wisst, alles begrenzt, dass die hier nicht zu viel Zeug mit sich rumschleppen. Oh Mann, ist das nervig. Wenn ich das nach jedem Patch korrigieren muss. Apropos Patch. Es gab ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel hier die Schienen stapeln sich jetzt auf 100 und laut Patchlog, wenn ich jetzt Aliens umbringe, also die Nester, und wir quasi über die Alien-Artefakte laufen, sammeln wir die automatisch ein, ohne jetzt immer F drücken zu müssen für einsammeln. So, Umspannwerke. Ach, jetzt muss es natürlich wieder Nacht sein, wenn ich baue. Oh, die Munition ist auch alle. Ich will unsere kostbare Munition will ich nicht verwenden. Das wäre wirklich Verschwendung. So. Ich brauche Platz für mehr Akkumulatoren. Zack, zack, zack. Ja. Da haben wir... Oh Gott, das will aber ja auch noch jede Menge Wald. So, passt das hier? Natürlich nicht. Jetzt auch noch jede Menge Bäume. So, haben wir den Lasertürme haben wir auch dabei. Sehr gut. Ich möchte nämlich hier auch eine kleine Schutzwall einrichten, falls hier Aliens kommen. Denn ich sehe, wir haben hier an Verteidigung ja, gar nichts. Dann nehmen wir jetzt einfach die großen. So, setzen einfach in gewissen Abständen die mal so hin. Und dann machen wir einfach hier jeweils immer 2 Lasertürme. Ich denke, eine Mauer macht jetzt hier wenig Sinn. Ich
Hier waren ja auch bisher eigentlich nie Angriffe. Ich tue das jetzt eigentlich. Ich mache das jetzt hier nur einfach rein der provisorischen Taktik, nenne ich es jetzt mal. Das klingt total bescheuert. So. Die können wir. Nein. So. Damit wir das Ganze wieder optisch hinkriegen. Wie war das mit Alt, glaube ich? Jawohl, funktioniert. Zack, wird automatisch gesetzt. Hoppla, falsche Taste. So, die Bäume können wir von Hand weghauen. Und jetzt heißt es erstmal eine Menge Akkumulatoren setzen. Ja, gleichzeitig Rechtsklick drücken, dass wir das wieder abreißen. Ich depp. Ist auch eine gute Idee. So. Dann nochmal in die Richtung. Und ich hoffe, dann haben wir das Energieproblem mal gelöst. So, gleichzeitig aufpassen, dass ich nicht vom Zug überfahren werde. Ist ja auch so eine tolle Sache. Jawohl. Und dann kann es sogar sein, dass unser Strom, also dass wir den Strom, den wir erzeugen, zu wenig ist, um die Akkumulatoren überhaupt voll zu kriegen, bis die Nacht einbricht. Wir sehen hier, die haben gerade einen Verbrauch von 4,7. Wahrscheinlich erzeugen wir gerade gar nicht mehr wie diese 33 Megawatt. Und wir sehen hier, Alter, die laden sich halt extrem langsam auf. Und ich befürchte, dass sobald die Nacht einbricht, die noch gar nicht voll sind. Das heißt für uns, wir brauchen mehr Solarmodule. Das Problem ist aber, Solarmodule brauchen eine Menge Schaltkreise. Und zwar natürlich, wie soll es auch anders sein, die grünen. Oh, das ist mal wieder voll. Das nehmen wir mal raus. Und setzen das hier rein. Da ist noch Platz drin. Gut. Ich wechsle das einfach mal komplett durch. So. Da die ja immer von hier holen. Wobei, jetzt holen sie es wieder von hier. Wahrscheinlich tauschen die da immer wieder durch. So dumm wie das sind. Ich glaube, ich brauche hier auch noch einen Hangar. Der ist konfiguriert. Ja, ist er. Aber wir haben hier keine... Ja gut, wir haben eh genug Öl da. Das ist gut. So, wo bleibt der Hangar? Zack. Den setzen wir einfach mal... Den setzen wir hier hin. Der braucht nur noch Strom wahrscheinlich. Alter, haben wir keine normalen Masten mehr. Dann baue ich die Holzdinger. So. Dann sind die hier auch viel näher an den Zügen, was das Abladen angeht. Hier oben vor allem. Uah, das war jetzt knapp. Okay. So, dann kümmern wir uns jetzt um das Hauptproblem. Kupfer. Beziehungsweise Kupferplatten. Und ich habe da eine kleine Idee. Jetzt muss ich mal schauen. Kupfererz 5,9K. Das sollte passen. Okay. Wir haben ja hier wirklich das komplett ausgeschöpft. Wir haben ja auch einen Blueprint. Hier, den hier. Den möchte ich gerne einsetzen. Bevor wir das aber machen können, brauche ich wieder automatische Fabriken, die mir Lichtbögenöfen bauen. Die haben wir nämlich noch nicht gesetzt. Hier hinten. Ich wollte auch gerade mal gucken hier. Ich denke, das reicht. Sonst wird das zu viel, weil wir haben hier schon eh ein Problem, was die Stahlkisten an, was die intelligenten Kisten angehen, weil wir hier ein Stahlproblem haben. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Lass mich raten, für die Lichtbogenöfen brauchen wir auch Stahl, richtig? Ja. Gut. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir das Stahlproblem in den Griff bekommen. Das versuchen wir auch schon seit Jahren. Und das liegt einfach daran, dass wir hier zwar die Ressourcen haben, aber zu wenig Öfen. Und das finde ich echt heftig, dass wir hier zu wenig Öfen haben. Ey, ich glaub's nicht. Jetzt mal gucken, haben wir hier noch ein paar Öfen? Boah, 22 Hochöfen hätten wir hier noch. Wenn ich jetzt dieses Fließband wegkriegen würde. Erst mal schauen. Wartet, wo habe ich sie?
Hier? Dann könnte ich die Dinger hier hinsetzen. Also den kann ich hier hinsetzen. Ah, wie kriege ich das Fließband weg? Wie kriege ich das weg? Wer braucht denn Zahnräder hier? Ah, hier brauchen wir ganz schön viele Zahnräder. Nö, eigentlich nur die da hier. Nur die hier. Okay, umleiten. Ah, wir könnten die alte Kupferspur nutzen, die wir hier haben. Dann schneide ich mal hier rein. So, wir bringen das Ganze einfach hier unten entlang. Ja. Das können wir ja einfach abreißen. So, brauchen wir nicht mehr. Hier brauchen wir es auch nicht mehr. Das lassen wir mal noch. So, einmal hier hin. So, wie kriege ich das hoch? Das ist auch kein Problem. Wir machen einfach hier einen Tunnel für die Kohle. Und schon haben wir hier die Zahnräder, zack, nach oben geleitet. So, das können wir noch mitnehmen. Jetzt habe ich da eine Drohne mit eingepackt. Ich hasse es, wenn das passiert. So. Jetzt können wir hier mal einfach... Ah, scheiße. Ich habe da doch... Okay, jetzt habe ich zwar die Dinger hier gesetzt. Bloß, wie kriege ich... Ah, wobei, wir haben Platz hier. Wir können dazwischen Anbieterkisten setzen. Haben wir welche da? Sonst hole ich welche. Nein, haben wir keine. Gut, wir holen... Doch, wir holen welche. Wir brauchen... Ach, habe ich jetzt nicht, nicht nachgeguckt. So. Dann machen wir das einfach so. Dahin, hierhin, 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 hierhin und hierhin. So. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Knickarme. Die haben wir ja... Ich will jetzt einfach mal gar nichts nachbauen. Wir haben ja eh gerade ein bisschen Ressourcenmangel. So, hier ist die Anbieterkiste für die Knickarme. Die nehmen wir gleich mal mit. Oh, was ist hier? Was fehlt hier? Was fehlt hier? Oh, die Grüne, da kommt ja gar nichts mehr. Alter, hier wird einfach... Nee, ey, jetzt haben wir Eisenplattenprobleme. Alter, ich... Ich glaub's nicht. Die ganze Zeit passt alles. Und jetzt haben wir Eisenplattenprobleme. Hm, okay. So, die baue ich jetzt. Das ist mir jetzt auch zu blöd, denn hier reichen auch die normalen. So. Mal gucken, ob wir das jetzt endgültig gelöst kriegen. Wobei wir jetzt hier eventuell... Na gut, Kohle kommt ja gleich wieder. Die verbrauchen ja die Kohle nicht allzu schnell. So, hier brauchen wir noch Strom. So, und wir kriegen auf jeden Fall jetzt... hier hinten brauchen wir auch noch Strom. Zack. So. Jetzt kriegen wir hier zumindest mal ein bisschen mehr Stahl rein. Oh, was sehe ich da? Wir waren kurz im... Ja, wir sind, was Stahl angeht, endlich im Plus. Das würde bedeuten, hier hinten sollte die Produktion eigentlich jetzt nahtlos wieder weiterlaufen. Wie viel wird hier angefordert? 20. Okay, die Drohnen sind gerade noch ein bisschen langsam, aber die bringen das Ganze hier. Zack, zack, der schluckt. Jetzt kommt zack, 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 Drohnen ohne Ende. Und der kommt schon gar nicht. Achso, der brauchen wir 8. 8 Kisten. Okay, wir müssen das hier auf... Ah, 60 ist zu viel. 50. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder ins Minus. Ja, war klar. Okay, aber trotzdem, wir haben es ein bisschen erhöhen können durch die Produktion hier. Wir haben jetzt nur Stahlplatten, haben wir jetzt auch im Minus. Supi. Ah, auf dem Fließband zu wenig Stahlplatten. Im Logistiksystem zu wenig Stahlplatten. Wir sollten das hier einfach mal abreißen. Ganz ehrlich, das muss weg. So. Dann haben wir zwar auf dem Fließband zu wenig. Gleich.
Aber im Logistiksystem kommen wir dann eventuell wieder auf Plus. Das Ganze hier werde ich auch abreißen. So. Und dann werde ich einfach hier wieder ein paar Hochöfen setzen. Wenn das anders nicht geht, machen wir das halt so. Bauen davon noch welche. Die brauche ich jetzt gerade nicht. So. Hey. Noch ein paar mehr bauen. So. Zack, zack, zack. Und für die Symmetrie natürlich das wieder so. Und hier brauchen wir... Da der Strommast muss erstmal weg. Der war eben sonst, sehe ich gerade. Nein! Ah, furchtbar. Immer dieses Verklicken. So. Dann brauchen wir hier noch ein paar mittlere große Strommasten. Die wir dann im gleichen Abstand setzen. So. Passt das, genau. Und so. Hoppla, warum... Ah, ich drücke immer Escape. Das ist die Ungewöhnung von anderen Spielen. So, ein paar schnelle Fließbänder wären nicht schlecht. So. Ich hoffe, das Erz reicht hier. Das muss ich jetzt mal ein bisschen beobachten. Sieht nicht sehr gut aus. Oder? Eventuell muss ich hier auch die schnellen Arme hinsetzen. Weil die sonst hier keinen Platz finden. So. Ja, die da hinten brauchen das nicht. So, weil dann können die einfach besser die Lücken füllen. So, es wird Nacht. Solar fällt aus. Ich habe jetzt leider auch nicht gesehen, ob die Akkumulatoren voll waren. Deswegen kann es gut sein, dass es heute Nacht nochmal einen Stromausfall gibt. So, ich denke, hier haben wir auf jeden Fall Eisenerzprobleme. Jetzt mal schauen im Logistiksystem. Eisenerz 7,1. Okay, eventuell muss ich hier wieder ein paar abreißen. Wir werden angegriffen. Da oben. Okay, ein Objekt wurde beschädigt, eine Mauer. Das heißt aber, hier oben ist die Gefahr gebannt. Okay. Das muss weg. Ich mache jetzt hier mal echt... Ich hoffe, ich bereue es nicht. Mir fehlen schon wieder Fließbänder ohne Ende. So, der Strommast ist auch im Weg. Jetzt haben die hier keinen Strom mehr. Das ist kein Problem. Wir können den ja hier hinsetzen. So. Dann bringen wir jetzt von drei weiteren Erzförderern einfach hier Eisen rein. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder die besagten Stromprobleme. Die Probleme haben wir aber nur ganz kurz, wie ich sehe, weil jetzt hier unsere Solarmodule wieder einspringen. So. So langsam kommt es wieder. Okay. Kriegen wir auf jeden Fall durch diese drei hier, beziehungsweise durch die sechs hier. Ich baue ja immer noch welche. Durch die sechs mehr Eisenerz wieder in die Kette rein. Durch den Stromausfall kam natürlich jetzt erstmal eine Reihe weniger. Wir sehen auch hier, ja, reicht's bis nach hinten? Zack, fast reicht's. Es reicht fast. Okay. Dann müssen wir jetzt hier erstmal das hier unten optimieren. Wir müssen mehr Eisen hier runterkriegen. Hier hochkriegen. Denn dadurch, dass ich jetzt diese 6 hier aus dem Logistiksystem genommen habe, kann es gut sein, dass wir jetzt weniger ins Logistiksystem bekommen. Boah, die sind voll. Die sind alle voll. Dann hauen wir jetzt die hier auf jeden Fall. Ich mache beide. Die sind voll. So, dann kann der Zug auch wieder entleert werden. So, dann kriegen wir nämlich jetzt hier auch wieder was rein. Ich sehe gerade, der hier ist eh leer. Da
Können wir hier noch ein bisschen optimieren? Und ich komme wieder nicht dazu, mein Kupfer zu optimieren. Ah, weil es einfach Probleme über Probleme über Probleme. Das ist... So, hier haben wir noch Kupfer. Das können wir... Eisenerz, vor lauter Kupfer. Das können wir noch nehmen. Wir können das hier nehmen. Haben wir noch ein bisschen... jawohl. So, das brauchen wir gerade nicht im Inventar unten. So. Ja, Strom wollt ihr auch. Kriegt ihr, kein Problem hier. Dann natürlich, da wir eh Stromprobleme haben, ganz schnell die Effizienzmodule wieder rein. So. Du fährst hier rein. Und ihr bringt das Erz hier rein. So, ich denke, jetzt haben wir hinten wahrscheinlich sogar einen Stau. Sehr schön. Das wollte ich damit erreichen. Jetzt gucken wir mal, haben wir hinten hier immer noch Stahlplattenprobleme. Dann hoppla. Setzen wir das Ganze einfach noch weiter nach hinten. So. Dann brauchen wir aber 3 Stück. Und auch hier 3 Stück. Ah, da haben wir sogar 11 hier oben. Okay. So, ihr holt die Kohle. Nee, nicht bauen. So, und ihr nehmt dann das Eisenerz. Was haben wir hier? Rote Fließbänder. Oh, jetzt habe ich... Sorry, Leute, aber das gefällt mir hier gar nicht. Ihr kennt mich. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So, ein bisschen Platz hier schaffen. Das ist ja furchtbar. So. So sollte das eigentlich sein. Die Optik muss gewahrt werden. So. Kriegen wir hierzu noch ein paar Stahlplatten mehr rein. Mal schauen. Ich warte ein bisschen. Ich muss ein bisschen warten. Die produzieren mir hier einfach zu langsam. Was ist da los da hinten? Was ist hier für ein Problem? Okay, das liegt hier am Kupfer. Weil wir hier zu wenig... da passt noch einer rein. So. Hier unten passt theoretisch auch noch einer rein. Machen wir einfach hier das Fließband so hin. Und den Strommast hier hin. So. Jetzt kriegt der auf jeden Fall... Gut, Eisenplatten stauen sich wieder. Sehr schön, das haben wir erreicht. Wahrscheinlich gehen jetzt gleich wieder die Kupferdrähte aus. Wie schaut es im Logistiksystem aus? Nach wie vor Eisenplattenprobleme, Kupferprobleme, aber keine Kupferkabelprobleme mehr. Okay, wir brauchen einfach noch mehr Eisen im Logistiksystem. Also Eisenplatten meine ich. Das heißt, wir brauchen von diesem hier, von diesem Komplex noch mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber, um das zu bauen, brauchen wir Lichtbögenöfen. Und wie ihr wisst, gibt es da dieses kleine Problem namens Stahl. Da haben wir immer noch Probleme im Logistikzentrum. Ja, wegen dem Eisen, weil wir keine Eisenplatten haben. Hier brutzelt zwar alles, aber... Ja, die Produktion hier... Okay, die steht jetzt. Wir sollten das so machen. Und wir sollten auch hier bei den Stahlkisten das eingrenzen. Da kommen sie wieder. Dass wir hier nicht zu viel Stahlkisten produzieren. Hier sollten wir das auch eingrenzen. So. Ey. Was gibt's? Oh. Wow. Toll, die greifen nachts an. Was ging kaputt? Ein Laserturm ging kaputt. Wird natürlich gleich wieder neu gesetzt und repariert auch. Okay, wir brauchen hier mehr Lasertürme. Huch. Wir brauchen hier... So. Das Nest nervt mich. Oh, mein Panzer steht zufällig hier. Dann würde ich sagen... So. Schnauze voll. Dann düsen wir mal eben runter. So.
Auch wenn ich es hasse, im Dunkeln anzugreifen. Wir nehmen schon mal unsere Kapseln in die Hand. Dann können wir auch gleich mal testen, ob das funktioniert so, wie die gesagt haben, dass wir die Alien-Artefakte nicht mehr mit F einsammeln müssen, sondern dass die automatisch eingesammelt werden, wenn wir drüber laufen. Da ist das Nest. Und ich schicke schon mal die ersten Ablenkungskapseln. Jawohl, es funktioniert. So. Möge die Party beginnen. So, jetzt hat er. Radieren wir mal das Nest aus. Ui, ganz schön viele Abwehrtürme. Aber ich denke, die haben da absolut keine Sonne. So. Das war's. Und wie wir sehen, wir laufen. Wir fahren. Ich drücke halt keine Taste. Zack, die werden einfach automatisch selber eingesammelt. Sehr schön. Gut. Dann haben wir das Nest auch weg. Oh. Da ging uns mal der Sprit aus. Zum Glück nach dem Kampf und nicht mitten im Kampf. Aber gut, okay, der Angriff war jetzt auch nicht so hart. Was haben wir hier? Oh, ein bisschen Eisen, okay, aber das ist schon echt zu wenig. Genauso wie dieses kleine Mikrokupferfeld. Das lohnt sich nicht, da irgendwas hinzubauen. Da kosten die ganzen Sachen, die wir brauchen, mehr. Wie das, was wir da rauskriegen wahrscheinlich. So. Oh. Okay, passt. Die Alien-Artefakte könnten wir eigentlich gleich mal... Okay, ich muss kurz... Oh, nur 26 waren das. 30. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das war wahrscheinlich hier für... den Fusionsreaktor. Uns fehlen noch wie viel? Keine mehr. Oh. Wir können den Fusionsreaktor bauen. Sehr geil. Und den Rest können wir hier reinschmeißen. Brauchen wir nicht mehr. Und ich sehe auch gerade, wir sind hier komplett voll. Die Forschung ist fast fertig. Es fehlen nur noch diese Alien-Artefakte. So. Dann können wir jetzt endlich diesen riesen Fusionsreaktor hier reinklatschen. Und demnach brauchen wir die tragbaren Solarmodule nicht mehr. Ich lasse sie mal drin, weil wir können sie ja leider nicht demontieren. Und um daraus, das brauche ich auch nicht mehr, um daraus Ressourcen zu bekommen. Leider geht das nicht. Jetzt mal gucken, wo war unsere, hier war die Produktion. Was fehlt? Natürlich die Prozessoreinheiten. 10 Stück. Eins haben wir da, können wir mal hier reintun. Ah, wir haben ja hier gar keine Anforderungskiste, sehe ich gerade. Ja gut, dann lasse ich das doch drin hier, was ich jetzt eben hatte. Ja, einfach 100, dann kriege ich ab und zu mal so eine Prozessoreinheit ins Inventar, das passt auch. Oh, das Nest ist auch neu, oder? War das schon mal hier? Oh, ich muss was trinken hier, das ist zum furchtbar. So, tut mir leid. Aber sonst verabschiedet sich meine Stimme gleich komplett. Ja, wir brauchen mehr Solarmodule, ganz eindeutig. Das Stahl sammelt sich ja auch schon. Okay. Ich nehme das jetzt mal alles an mich. Ich brauch's. Wir wollten ja hier auch noch was bauen. Dazu nehme ich mir mal... Ach nee, wir haben sogar schon zwei da. Okay. Was brauchen wir für die Lichtbögenöfen? Wir brauchen Stahl, erweiterte elektronische Schaltkreise und Ziegelsteine. Ja, das ist jetzt ein Problem, weil wir keine Ziegelsteine im Logistiksystem haben. Deshalb würde ich sagen, ich suche mir jetzt mal... Oh, die Robotergeschwindigkeit, sehr schön. Sehr, sehr wichtig. Dann Kampfroboterschaden. Nee. Lasertürme. Ich will mal gucken, ob ich noch irgendwelche Forschungen habe, die keine Alien-Wissenschaftspakete brauchen. Außer jetzt hier Flammenwerfer und so ein Zeug. Was brauche ich hier? Raketenfeuerrate 5. Raketenfeuerrate 3 braucht aber auch schon Alien-Artefakte. Nachtsicht. Nö.
Die tragbare Laserabwehr, die können wir quasi auch in unsere Rüstung einimplementieren. Und dann schieße ich quasi auch automatisch Laser. Ich kann ja mal, ja komm, ich forsche es mal für euch, damit ihr das auch mal seht. So. Was macht denn der hier? Ach so, der haut Kupfer übers Logistiksystem hier raus. Auch nicht blöd. Okay. So. Haben wir hier eigentlich. Wir haben hier. Nee, warte mal. Wir machen das so. Wir machen daraus mal Anbieterkisten. Können gleich mal hier die Ressourcen. Holz? Moment mal, Holz? Wo geht das Holz hin? Da unten hin wahrscheinlich, oder? Okay, gut zu wissen. Dann klatschen wir jetzt mal hier die Lichtbogenöfen hier rein. Dann haben wir wenigstens welche im Logistiksystem als kleine Reserve. Genauso die Chemiefabrik, die brauche ich gerade nicht. Den einzelnen Laserturm, den kann ich auch hier unten hinsetzen. Den setze ich mal kurz hier hin. Habe ich was zum Reparieren? Nee, aber da kommt schon einer. Sehr schön. Dass ich mal hier das Inventar ein bisschen besser. Hier die Kohle brauche ich nicht. Das Holz kann ich auch reintun. Eisenerz hier rein. Das kann auch gleich verarbeitet werden. Kommen Sie auch schon und holen es. So. Die Lagerkiste. Hätte ich auch. Ich glaube, die hauen wir mal hier rein. Ich hätte schwören können. Ach, da war hier wahrscheinlich war davon schon eine Lagerkiste. Und die habe ich dann umgebaut, aus Versehen. Okay. So. Blueprint für Eisenerz. Der ist hier. Den nehme ich mal mit. Den Kupfer-Blueprint lasse ich auch mal da. Die brauchen beide Licht. Licht habe ich auch noch nicht im System. Nee, Quatsch. 40 Stück ist ein bisschen übertrieben. Bauen wir mal 20. Ja, dann mach halt deine Eisenstangen. Hauptsache, wir kriegen das schnell hin. So. Komm schon, ich möchte doch nur ein bisschen was ins Logistiksystem. Jawohl, tragbarer Laserturm ist auch fertig. Elektroschockverteidigung finde ich total für den Arsch. Werde ich auch nicht forschen. Ich glaube, das ist noch buggy. Wobei, gut, das letzte Mal, wo ich das benutzt habe, ist schon lange, lange her. Tja, dann gehen wir mal Richtung Endena und forschen die Raketenfeuerrate wieder. So. Licht ist auch gleich fertig. Da warte ich noch eben. Dann gehe ich rüber, setze das Ganze ins Logistics. Was war das? Die Umspannwerke? Nein, die brauche ich. So. Okay. Den Blueprint nehmen wir mit. Und dann sorgen wir mal, dass wir wenigstens Eisen ins Logistiksystem wieder bekommen, damit wir mehr Stahl bekommen. So. Haben wir denn hier Platz? War das auch Eisen, was ich hier habe? Ja. Zack. Bitte einmal hier bauen. Oh, ich könnte einfach jetzt hier stehen bleiben, ein Schlückchen trinken und dem Ganzen zugucken. Und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Factorio, bei dem wir uns dann mal gucken, was das Kupferproblem angeht. Ich sehe nämlich gerade auch, Kupfererz ist unser Problem. Ja, super duper. Okay. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen haben sollte. Ansonsten schreibt einen Kommi und wir sehen uns zur nächsten Folge von Factorio.